Da ist er nicht. Dann gehen wir mal hier rein. Oh ja, das ist richtig scheiße. Ja, genau das war das, denn gleich wird's einfach nur dunkel. Fernkampfgrendel. Was ist das für eine? Ah, oh, cool. Aber ich bleib bei meiner Scar. Scarab, wie auch immer. Scar AB. Yay. So. Das war das doch, wo es hier so dunkel wurde. Oder bin ich im falschen Spiel? Ja, wusste ich's doch. Begib dich in sichere Entfernung. Na, ein Glück habe ich hier recht hohe Gamma-Einstellung. Ah ja, gute Idee, genau. Sehr schön. So. Mal kurz hier markieren. Bewegen Sie Ihren Arsch zum Terminal. Schnell. Was ist das? Wow! Uncool. Ja, genau! Fick dich! Ah! So, verreckt hier alle, ihr kleinen Pissnaken. Was hatte ich denn hier markiert? Ha. Naja, egal. Oh ja. So. Jawohl. Damit sind wir schon mal draußen. Schritt 1 ist erledigt. Bam, nicht lang zögern hier, der kriegt direkt was aufs Maul. Okay. Das war dumm. Dann halt anders. Das ging alles daneben, du hohen Kobold. Ach, der kommt da gar nicht rein, na dann. Maximale Panzerung. Yay. Maximale Panzerung. Sehr gut. Oh, immer schön in die Mansche reinballern. So, was habe ich? Oh, ich habe noch Granaten, sehe ich gerade. Press das und das und das hier auch noch. Oh, eine hat schon gereicht. Ich lasse mir natürlich nicht die Katalysatorpunkte entgehen hier. Die Katalysatoren. Ne? Kann man immer mal gebrauchen. Na, scheiße. Da oben ist noch so eine kleine Pissnäcke hier. Du stinkst! Allein schon! Wann? Oh, fuck, ey. Ich hab wieder nicht drauf geachtet, dass ich gar nicht mehr so viel aushalte hier. So. Diesmal aber. Tarnfeld aktiviert. Diesmal kriegt er von hinten was ab. Ja, ich nehme ihn von hinten aber richtig hart. So, kurz noch warten. Und Tarnung wieder an, dann sieht er mich nicht mal weglaufen. Ach, schön, wenn sowas perfekt läuft. Allein schon! Ach komm, probieren wir mal aus, ha?
Bam, das war ein Volltreffer. Bam, jawoll. Cool, das war's. Das hat ihn erledigt, okay. Nicht schlecht. Wirklich, Junge, wirklich. Ach, Idiot. Herrlich. Da ist meine Scar. Sehr schön. So, da muss ich rein. Mir den Sender unter den Nagel reißen. Mache ich doch gerne. Nee, nicht zweimal hier. Nicht zweimal. Nicht mit mir. Ach so, das ist nur Glasscheibe, die kaputt war. Yay! Voll reingelatscht, die Idioten. Ups. Ja, war doch richtig. Okay, das kann, damit kann ich irgendwas machen. Alles klar. Kranker Scheiß. So, keine Feinde derzeit in Sicht. Sehe ich gerade. Deswegen bin ich mal ganz mutig. Verdammt, der ist da drüben, ich Idiot. Shit. Alter, ich finde das richtig geil, wie sie das hinbekommen haben hier mit den zerstörten Gebäuden und so. Sieht einfach nur geil aus. So, wie komme ich denn da überhaupt hoch? Verdammt. Wo war denn hier das Treppenhaus? Oder, nee, das war hier. Deswegen musste ich hier hin, ne? Oder? Ja, genau. Hier war das. Und dann... Hopp! Ja, genau das war's. Ja? Scheiße. Ja, bin schon dran. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Jawohl, mein Zünder. Oh yeah, das kommt, glaube ich, cool. Ach du Scheiße, genau. Und jetzt, bam. Jawohl, der kriegt jetzt voll was ab gleich, das... Davon, oder? Bam! Nicht schlecht, ey. Kommt da ein Zug angerollt. Und macht ihn platt, auch nicht schlecht. Hört ihr das? Ruhe, ist das nicht wunderbar? Oh. Verdammt, ja. Genau. Da hängt er in der Wand drin. Wir geben ihm Deckung. Los, los. Ja, bin schon auf dem Weg. Kehre zum Terminal zurück. Oh, kleiner Seitenwechsel hier. Na dann. Sind wir mal so frei und helfen mit. Ach, da war er schon tot. Noch irgendwer? Der da. Bam, da habe ich sogar drei Schüsse für gebraucht. Den kriege ich nicht. Und sonst sehe ich keinen. Dann würde ich mal sagen, kurz mal Visor hier an. Ah, okay. Na los, komm raus. Batsch! Oh, verdammt, Tarnung wollte ich gar nicht anmachen. Ich wollte eigentlich nachladen, da bin ich irgendwie nur auf E gekommen. Hm. Na gut. So, hier hatte ich doch noch zwei umgenietet. Das sind aber auch ein paar Genies, die Aliens, ne? Ich meine mal, gehen die hier... Alter. Gehen die hier links und rechts dahin und lassen sich einkesseln? Ach du Scheiße. Drei Granaten, Raketenwerfer. Ach komm. Wozu habe ich denn den Raketenwerfer, hä? Wenn nicht dazu? Oh, Moment. Kann ich hier vielleicht... Jawohl, kann ich. Mal schauen. Treffe ich? Der ging voll in die Fresse.
Jawohl. Nice. Schön, wenn alles nach Plan läuft. So, na dann. Wenn er mich sehen will, erfüllen wir ihm den Wunsch. Die Zwischensequenzen funktionieren jetzt auch wieder. Sehr erfreulich. Und ich bin ruhig. Hier ist Barkley. An alle Teams im Bahnhof. Die Evakuierung von den Plattformen der unteren Ebene beginnt umgehend. Sanitätsteams sofort dorthin. Ausrüstung liegen lassen. Und nur die Überlebenden mitnehmen. Bravo Kompanie unterstützt. Jeder Zug bekommt eine bewaffnete Eskorte. Kompanien Alpha und Echo. Sie halten die oberen Ebenen und den Bahnhof, bis die primäre Evakuierung abgeschlossen ist. Überlegt uns schnell, Männer. Wir lassen niemanden zurück. Na, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Was als nächstes da abgeht. An die Mission kann ich mich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Also ich wusste bei der eben noch, dass es da mit dieser dunklen Passage und so, dass das kommt und jetzt hat sich gerade das Spiel aufgehängt. Scheiße. Ja, ich glaube, das liegt hier, ja, jetzt funktioniert es wieder. Hat sich da tatsächlich das Spiel aufgehängt beim Laden. Ach du Scheiße, und jetzt geht's natürlich schon los und ich bin mal wieder ganz und gar nicht fertig. So. Oh, Teddybären. Ja, wenn ich schneller gehen dürfte, könnte ich ihn auch schneller finden. Was ist das? Ach so. Die Geschichte. Bleiben Sie, wo Sie sind. Weg mit der Waffe. Identifizieren Sie sich. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Er ist ein Marine. Ehrlich mal, seid nett zu mir, sonst mache ich euch fertig. Cool. Diese Nieten, was weiß der schon? Ganz ruhig, lassen Sie ihn durch. Idioten. Meine Güte, ist da drin wirklich ein Mensch? Nee. Sie sehen aber gar nicht gut aus. Danke für das Kompliment. Was ist denn geschehen? Alter, heißt der US Marine? Der hat da als Name einfach nur US Marine. Oh. Sie sehen hier alle ein bisschen beschissen aus. Das da drin ist meine Frau, Sie Schwein. Lassen Sie mich rein. Ah. Kann ich schießen? Natürlich nicht. Verdammt, geben Sie mir eine Waffe. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Sie werden jeden Mann brauchen können, der mit einer Waffe umgehen kann. Ah. Kann ich nicht machen. Okay. Meine Güte, ich war einer von Ihnen. 9 Jahre. US-Armee, genau wie Sie. Okay. Bitte still halten, Sir. Oh Gott, Panik! Für was hat er sich entschieden? Achso, Cell. Das sind Dings von Cell. Mitglieder. Ich verstehe. Macht Sinn. Kalt. Okay. Achso, Dr. Ghoul. Jawohl, er hat auch überlebt. Unsere Hilfe durchaus zu schätzen, aber das hier ist eine Militäroperation. Sie sind Zivilist und diese Stadt steht unter Kriegsrecht. Ah, und es läuft ja ganz prächtig. Schön, für dass Sie es geschafft Sie hören haben. Hier einfach nicht zu, Colonel. Wir sollten. Na? Ja, überrascht dich das? Sie haben es geschafft. Was geht ab, John McCain? Meine Männer halten viel von Ihnen. Scheiße, die meisten haben sogar Angst vor Ihnen. Er ist kein Frontsoldat, den Sie einfach nach vorne schicken können. Er steht jetzt unter meinem Kommando. Wir brauchen jeden Mann, um den Laden hier zu halten, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Ja, immer dasselbe. Hat aber auch ganz schön was abbekommen hier, die Central Station. Was ist das? Dr. Gould. Danke für Ihre Zeit. Sie werden mit dem Zug evakuiert. Zusammen. Sieht aus wie Sprengstoff. Mehr kann ich im Moment. Fühl ich mal ein bisschen drauf rum. Sie kapieren das nicht. Jack Hargreave hat auf all das die Antworten. Wir müssen sofort. Soweit wir wissen, ist Hargreave inzwischen vorbereitet. Die Evakuierung hat Priorität. Chino, bringen Sie ihn zum Zug. Es tut mir leid, Dr. Gould. Wir haben dafür keine Zeit. Chino, zu den Zügen. Sir. Vorwärts, da.